So. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video auf dem Channel, denn es ist soweit. Wir sind vor dem hoffentlich letzten Spiel unseres Legend Clients im Januar. Es ist der 8. Januar und ich habe gerade eine ziemlich krasse Winstreak hingelegt. Wir sind jetzt bei Rang 1 volle Stellen. Es ist ein Win noch und wir sind Legend. Und das werde ich gerne aufnehmen, natürlich, um es dann natürlich auch zu zeigen. Und das ist alles entscheidende Game. Ich hoffe, wir kriegen es hin und würde sagen, los geht's. Durch die alles entscheidende Frage, gegen was spielen wir? Es gibt super Matchups, es gibt scheiß Matchups. Die letzten Matchups, ich habe gerade eben gegen 5 Reno Wars mit anderen gespielt, die ich alles zerstört habe. Weil es einfach ein Free Win ist für Druid, ziemlich. Deswegen hoffentlich jetzt keine Hunter oder so. Paladin, das war klar. Wenn nicht gleich ein Paladin, das ist Neymar, der Fußballspieler, hat Sport gewechselt, Hearthstone, aber egal. Startkarten sind überragend. Big Game Hunter weg, aber die anderen drei Karten sind überragend. Deswegen sehr schön. Okay, Savage brauchen wir nicht, aber das passt schon. Das ist wirklich gut, die Hand, die wir gerade hier haben. So, jetzt sollten wir Coin Wild Goal spielen, glaube ich. Weil dann können wir auf den Tree den Druid vertauschen, auf den Four den da. Das ist sehr, sehr gut. Mache ich. Also das ist ein Traumstart. Wenn das jetzt nicht klappt, weil die auch nicht Paladin ist, aber eigentlich ist immer eine Wunderschiede. Paladin kann einen immer zerfetzen, wenn die einen guten Curve haben. Okay, es spielt Reinforce. Ungewöhnlich. Das heißt, es könnte sein, dass es ein Control Paladin ist. Das könnte theoretisch sein. Nur aufpassen. Also Control Paladin mit guten Board Clears und viel Late Game. Vielleicht auch ein Murloc Paladin. Kann alles Mögliche sein. Müssen wir schauen. Es ist sicher ein Control Paladin. Doppel-Reinforce kommt für ein Siege Paladin nie vor. Das ist so sicher ein Control Paladin. Es gibt verschiedene. Entweder einen ganz normalen oder einen Murloc Paladin oder irgendwas dazwischen. Reno Paladin, gibt's alles. Paladin ist sowieso so. Da kann alles bei rauskommen. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir spielen mal Wrath für 1. Obwohl. Schon lange aufheben. Vielleicht auch einen Wild Growth und Hero Power. Vielleicht, ich glaube, Wild Growth und Hero Power gefällt mir am besten. Mit dem können wir durchaus Face gehen, finde ich. Ja. Wir müssen aufpassen, ich bleibe mit Doomsayer jetzt extra auf, weil es gibt diesen Murloc-Paladin, der spielt Doomsayer und Doomsayer ist halt. Ich hab's vorher gesagt, ja, das war klar. Das heißt, super, dass wir uns aufgehoben haben. Und wir jetzt silenzen werden, dass der Effekt nicht rauskommt. Sehr schöne Curve übrigens. Super Draws, die wir gerade haben. Hebt mir das Wrath immer noch auf, weil Wrath will man nur cyclen, wenn man wirklich schon Karten braucht. Und wir haben schon eine exotische Karte, das heißt, es passt schon. Mit dem gehen wir wieder Face. Einfach erst das spielen, dann Combo ziehen und finishen. Das ist unser Plan. Ich hoffe, das klappt. Bisher sieht es sehr gut aus. Belcher, stark. Emperor, so wie. Jetzt müssen wir nur Force Nature ziehen. Haben wir eigentlich schon gewonnen. Link ist bad. Savage Rock, okay. Frage ist, ob wir angreifen. Ich glaube schon, das wird uns Equality so wrecken. Aber trotzdem sehr, sehr gute Karten. Wir brauchen nur das andere Combo. Den anderen Combo-Part. Es ist ein Murloc-Paladin, das ist mir sicher. Der kann noch keine Murlocs zum Glück. Azadrake. Azadrake, Wrath für 2. Mit Card Draw, mache ich. Wir brauchen nur den anderen Teil der Combo. Dann haben wir so gut wie gewonnen, glaube ich. Holy shit, das ist viel Damage. Das ist richtig viel Damage. Wollen wir es auch noch spielen? Schlecht ist es sicher nicht.
Ich dachte, ich würde es sogar ins Gesicht machen, weil ich glaube, er hat sowieso irgendein Wort hier. Ja, ich mach's mal ins Gesicht. Weil wir haben jetzt haben wir gerade die Spellpower und wir haben nächste Runde genau 9 Mana. 9 Mana können wir nämlich zum Beispiel entweder die Combo, falls wir das einen ziehen, oder auch zum Beispiel das hier und Hero Power machen. Dann passt das nicht so gut rein, was wir jetzt direkt. Direkt ein starker Druck. Und wenn er jetzt nichts hat, hat er wahrscheinlich schon verloren. Er braucht jetzt ein Board Clear oder einen fetten Count und einen fetten Healer. Und Heal bringt ihm auch nichts, weil er super viel Damage. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, es klappt. Mit dem Legend in dem Spiel. Quality. Consecrate, das war klar. Damit nicht so schlimm. Alles im grünen Bereich. Und ja, wir haben nicht die Combo gezogen, macht nichts. Dr. Wu ist auch eine Sau nice. Der Boom ist auch so nice. So, mal schauen, ob er einen BGH hat. Wobei ich sagen muss, ich glaube, diese Murder-Paladin spielen kein BGH. Nur das, was ich auf Streams gesehen habe, von anderen Leuten. Nochmal Equality. Wow. Jetzt müssen die Boombots auch viel Damage machen. Boombots, Boombots, Boombots. Mega viel Damage. 4. Nicht den Boomstyle treffen. Ja. Ja. Yes. Leute, das war's. Wir sind Legend. Für mich ist nicht das erste Mal, für euch wahrscheinlich, dass ihr jemanden seht, der es geschafft hat. Und ja, wir haben es geschafft. Unglaublich, aber es war eigentlich ein ziemlich easy Game gerade. Es war halt ein Murloc-Paladin, der halt im Early Game scheiße hat. Und wir hatten ein perfektes Early Game. Perfektes Early Game. Jetzt haben wir es. Das ist echt richtig hammergeil. Savage Roar, Hero Power, Swipe. For the win. Jetzt schauen wir, wo wir rauskommen. Vor oder hinter dem ist die Frage. 211 ist die Vorgabe. Legend. 243 in Europa. Das ist doch mal was. Europa-Rangliste 243, das werden wir sicher noch ausbauen, hoffe ich zumindest. Aber jetzt haben wir es erstmal geschafft. Das will ich sagen, verlasse ich euch hier, weil es ist schon ganz, ganz spät, wie ihr seht. Und hab schon sehr, sehr lange jetzt gespielt und jetzt haben wir es ehrlich geschafft mit einer krassen Win-Streak. Und ich habe am Ende jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Games miteinander gewonnen. Richtig krass. Und ja, saumäßig nice. Und ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und wenn ihr irgendwas, jetzt könnt ihr entscheiden, was ich mache. Jetzt habe ich mein Ziel geschafft. Was für einen Rang ich in Legend habe, ist mir im Endeffekt völlig egal. Also, wenn ihr irgendwelche Decks sehen wollt, irgendwas, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber jetzt muss ich erstmal dringend Schlaf nachholen. Und wünsche euch viel Spaß in der Arena und selber Constructed. Und ich bin auch nur super glücklich. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.